Schweiz muss lang. Und Deutschland. Zu der 8. Ausgabe des Acro Cup Albershausen begrüße ich alle Sportler und Gäste in der Sporthalle der Gemeinde Albershausen. Alle zwei Jahre nimmt sich nun schon zum 8. Mal die Welt der Sportakrobaten hier in Albershausen. Zu einem freundschaftlichen Miteinander bei einem der traditionsreichsten Turniere, dem Acro Cup Albershausen. Dieses Mal steht das Event unter einem besonderen Stern. Die Abteilung besteht seit nunmehr 50 Jahren beim TSGV und ich selbst bin ebenfalls so lange dabei. Mein Vater Georg Meusnes gründete zusammen mit meinem Bruder Roland und mir 1963 die Abteilung und stand dieser bis zu seinem Tode 1992 in Moskau beim Volkov Cup vor. Zunächst als Sportler, dann als Trainer und seit 1992 als Abteilungsleiter verbrachte ich ein halbes Jahrhundert und fast mein ganzes Leben in den Turnhallen der Welt. Dafür danke ich allen meinen Weltbegleitern und besonders meiner Familie, die so oft auf mich zugunsten der Sportakrobaten verzichten musste. Danke möchte ich den Gästen aus dem In- und Ausland, die den Weg hierher gefunden haben, um mit mir und den Sportakrobaten des TSGV Albershausen dieses Jubiläum mit dem 8. Acro Cup Albershausen feiern wollen. Ein Dank gilt auch dem TSGV Albershausen und der Gemeinde Albershausen, die die Finanzierung dieser neuen Matte mittrugen, den Spendern von Ehrenpreisen sowie den Sponsoren unseres Programmheftes. Allen Besuchern aus nah und fern wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt in Albershausen und den Sportlern ein verdienter Erfolg in einem freundschaftlich fairen Wettkampf. Danke. Ja, was für eine tolle Stimmung hier. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Meusnes, Herr Hegele, Herr Bürgermeister Kindmeier, liebe Freunde und Mitglieder des Turn- und Sportgesangvereins Albershausen, liebe Sportler. Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung und herzliche Glückwünsche zu 50 Jahren unermüdlichem Einsatz für die Sportakrobatik in Albershausen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, innerhalb von 50 Jahren wird keiner von Ihnen die Stunden zählen können, in denen er zusammen mit anderen Freiwilligen ihren Sport in Göppingen und weit darüber hinaus bekannt und beliebt gemacht hat und zu unzähligen Erfolgen brachte. Viele von Ihnen, ganz zuvor, Sie, Herr Meusnes, haben in dieser Zeit unzählige Stunden mit Training, Vorbereitung, Turnierbesuchen und viel Arbeit hinter den Kulissen verbracht. Das verdient Respekt, Anerkennung und Dank.
Danke auch gegenüber Ihren Familien, die Ihre ehrenamtliche Arbeit akzeptieren, fördern und oftmals mithelfen. Die Erfolge der Albershäusener Sportakrobaten sind so zahlreich, dass ich sie nicht alle einzeln hier aufzählen kann. Das würde den Rahmen sprengen. Es sind weit über 150 deutsche Meistertitel und internationale Erfolge bei World Games, Welt- und Europameisterschaften sowie Weltcups und Turnieren. Eine herausragende Bilanz, wie ich meine. Am Acro Cup 2013 nehmen 250 Sportler, Kampfrichter, Trainer, Betreuer aus 11 Ländern teil. Einen solchen sportlichen Event zu etablieren, findet meine absolute Hochachtung. Meine Damen und Herren, ich möchte in meinem Grußwort nicht, wie wahrscheinlich 99% der Grußworte im Sport, auf Churchills No Sports Peace eingehen. Nein, ich möchte positiv über den Sport reden. Und da kommt mir der Zufall etwas zu Hilfe. Erst vor etwas über einer Woche war in der Frankfurter Allgemeinen ein sehr interessantes Interview mit Thomas Nonte, katholischer Sportpfarrer und Leiter des Arbeitskreises Kirche und Sport der katholischen Bischofskonferenz zu lesen. Er sagte, ich zitiere, ich bin nicht so der Sportlichste, aber Sport machen ist eine geniale Idee der Schöpfung. Zitat Ende. Sie, meine Damen und Herren, leben und erleben an diesem Wochenende die geniale Idee der Schöpfung in Perfektion und Schönheit. Meine Damen und Herren, wenn Herr Nonte in seinem Interview weiter von Begeisterung und Freudensprüngen spricht, so hat er damit wohl auch an Ihren Sport gedacht. Denn bei kaum einer anderen Sportart kann man die Freudensprünge so herrlich, anschaulich genießen, wie wenn man den Sportakrobatinnen und Akrobaten bei ihrer Kunst, Sport zu treiben, zusieht. In diesem Sinne wünsche ich dem 8. Acro Cup einen erfolgreichen Verlauf, allen Sportlern eine verletzungsfreie und fröhliche Zeit hier in Albershausen und freue mich auf die sportlichen Höhepunkte, die ich mit Ihnen noch genießen darf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Simmeling. Ich bitte nun um den Ausmarsch der Nationen.